Du musst es dir nun visualisieren. Visualisieren? Stell dir dich selbst vor, wie du untertauchst, ausatmest und wieder auftauchst. Fertig? Ja. Mach die Augen zu. Jack hat mich, dich und den Limousinenjob. Das ist alles. Meine Freundin ist sicher gut für ihn. Wir bestellen Essen und bleiben zu Hause. Ja. Und wie heißt sie? Connie. Ja, ich sagte ihm, dass ich ihn liebe. Er ein toller Dad war und dann ist er aus dem Koma aufgewacht. Er ist einfach aufgewacht. Und zwar nach 3 Monaten. Oh Gott. Und dann ist er im Flur gestürzt, hat sich den Kopf gestoßen und war tot. Oh. Gefällt dir, Connie? Wir haben uns gut verstanden. Ja, sie hat gesagt, dass sie gern Boot fahren würde. Boot fahren? Du hast ein Date für den Sommer gemacht? Ich kann nicht schwimmen. Und jetzt einatmen, ausatmen. Okay, und immer weiter. Was erwartest du von einer Frau? Jemand, der Musik mag. Jemand Positives. Auf keinen Fall jemand, der schlecht drauf ist. Du hast noch nie eine Beziehung gehabt. Da kann eine ganze Menge passieren. Auf der einen Seite viel Gutes, aber auch vieles, das man seinem schlimmsten Feind nicht wünscht. Es tut mir leid. Nein. Ich will es. Ich habe es mir sogar mit dir vorgestellt. Ja? Es war stockfinstere Nacht. Wir waren in einem Raumschiff und flogen durchs Weltall. Das ist aber noch lange hin. Raumfahrt. Für Touristen. Jack, hier ist jemand Wunderschönes gekommen. Wow, du siehst wirklich gut aus. 50% aller Paare betrügen sich gegenseitig, laut einer Umfrage. Das könnte ich nicht. Du suchst in einem anderen Menschen nach einem anderen Leben. Du hältst mich für ein Nichts, oder? Ich möchte niemals so werden, niemals. Vielleicht sollte ich gehen. Nein. Okay. Bitte umarm mich. Es wird tiefer. Noch ein bisschen weiter. Ich mag dich wirklich gern. Ich weiß. Was erwartest du von einem Mann? Das Gefühl, dass er mir die Wahrheit sagen kann. Sinn für Humor. Geduldig sein wie du. Ein paar der Wünsche könnte ich schon erfüllen.